Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Agando Whatever You Want mit dem Agando Vita 1667i5 für 1399,90 € runtergesetzt von 1599,90 €. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC einwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis zu dem Discord, den wir betreiben. Und zwar, wenn ihr eine Frage habt zu Fertigsystemen, die jetzt vielleicht nicht in meinen Videos auftauchen, oder Vorschläge habt oder auch Fragen, zum Beispiel mein WLAN funktioniert nicht, Netzwerk funktioniert nicht, ich habe FPS-Drops und so weiter, meldet euch ruhig bei uns im Discord. Der Link ist unten bei mir in der Videobeschreibung. Ladet euch das Programm als App runter oder eben auf dem PC. Und wenn ihr da ein bisschen Beratung benötigt, dann bekommt ihr die auch. Ich werde auch sehr oft gefragt, ob ich selber PCs zusammenbaue. Ja, das tue ich. Ich habe ja auch ein Gewerbe angemeldet. Ihr bekommt darüber dann auch eine Rechnung. Aber ich verschicke nicht. Ich habe schlechte Erfahrungen mit DHL gemacht und dementsprechend, wenn ihr jetzt Hardware habt, könnt ihr ruhig zu mir nach Hause kommen, dann setzen wir uns hier ins Studio, bauen den Rechner zusammen. Das hat bisher immer sehr gut funktioniert, das haben schon einige gemacht. Und wenn ihr da noch Fragen habt, bitte auch im Discord melden. Dann noch etwas vorweg, und zwar habe ich ja gestern das Video hochgeladen mit diesen Komponenten-Shots. Ihr habt mir schon sehr viel Feedback da gelassen, vielen Dank dafür. Ich werde auch einiges umsetzen, unter anderem wurde die Beleuchtung sehr oft angesprochen oder das kleine Pikachu, wobei das Pikachu, finde ich, ist so eine Art Markenzeichen. Ich werde es ein bisschen reduzieren, aber ich finde es eigentlich ganz gut so als Kontrast in den Shot selber. Aber ich werde mich eure Kommentare natürlich annehmen und ich werde auch Fragen beantworten, wenn das Video dann online kommt. Das dauert noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen was vorbereiten, aber das wird dann auch mal was anderes. Macht euch aber keine Gedanken, diese Videos hier werden weiter kommen, wo ich die Systeme dann quasi auseinandernehme bzw. vergleiche. Also das wird weiterhin erstmal so bleiben. Und dann schauen wir uns jetzt mal das System an. Kommen wir erstmal wie immer zu dem Bild. Das Bild ist fake. Man muss so sagen, wie es ist. Hier vorne die drei Lüfter, die leuchten natürlich, hinten der Lüfter auch. Allerdings ist hier eine Wasserkühlung unter anderem verbaut, ein Full-ATX-Board. Das stimmt alles so nicht. Auch hier unten das mit diesem Netzteil, da ist ein ganz anderes Netzteil drin verbaut. Also nehmt es bitte nur als Beispielbild. Wenn das Teil bei euch zu Hause ankommt, wird es definitiv nicht so aussehen. Dann kommen wir auch direkt zum Thema. Gehäuse, Silentium PC Signum SG1 V Evo ARGB. Hier haben wir es auch schon, grundsolides Gehäuse, sieht vom Airflow auch sehr gut aus, hatte ich leider so noch nicht zu Hause, aber wenn vorne drei Lüfter eingebaut sind und hinten auch schon standardmäßig, ist das in Ordnung. Die Mesh hier vorne ist auch groß genug. Hier haben wir auch noch ein paar technische Daten, der CPU-Lüfter, der dürfte 161 mm hoch sein, die Grafikkarte maximal 325 mm. Solltet ihr in Zukunft auf die Idee kommen, dieses System zu erweitern durch eine neue Grafikkarte, achtet bitte darauf, dass die Grafikkarte nicht länger ist als 325 mm, wie es auch hier steht. Auch hier die Netzteillänge, das hatten wir auch mal angesprochen, weil ich ja das Netzteil-Review gemacht habe. 160, das entspricht auch genau diesem Netzteil. Das heißt, ihr könnt auch größere Netzteile einbauen als das, was jetzt gerade verbaut ist. Alles in allem sieht das nach einem sehr grundsoliden Gehäuse aus. Ist natürlich ein bisschen viel Kunststoff, soweit ich das hier sehen kann. Ihr habt hier drin noch einen RGB-Verteiler. Klar, das muss sein, wenn ihr allein schon hier vier RGB-Lüfter habt. Ihr könnt da aber tatsächlich noch weitere dran anschließen. Also, da gibt es erstmal nicht viel zu meckern. Die Lüfter sind natürlich vormontiert, RGB beleuchtet, das passt. Und das kostet 70,90 € bei XCOM. Als Netzteil haben wir ein Asus TUF Gaming 650B 650 Watt 80+. Für dieses System natürlich erstmal ausreichend. Ihr habt jetzt kein modulares Netzteil, das heißt, es werden alle Kabel so quasi fest angeschlossen, mitgeliefert an diesem Netzteil. Ihr könnt jetzt nicht hergehen und dann zum Beispiel Kabel weglassen, die ihr nicht braucht. Ich finde modulare Netzteile persönlich viel besser. Es ist auch nur Bronze zertifiziert, aber immerhin haben wir 6 Jahre Garantie. Wenn euch das Kabelmanagement natürlich nicht interessiert, das macht sowieso der Systemintegrator für euch, dann kann es euch auch irgendwo egal sein, dass es nicht modular ist. Aber die werden halt irgendwo dann hinten ins Gehäuse gestopft, die nicht gebraucht werden. Finde ich immer ein bisschen schade. Von der Marke her habe ich nur gute Erfahrungen bisher gemacht mit den Asus TUF bzw. auch Asus TOR Netzteilen. Wir haben das selber hier im Haushalt, natürlich deutlich leistungsstärker. 650 Watt reicht für dieses System völlig aus. Solltet ihr mal auf die Idee kommen, zum Beispiel eine 6900 XT oder ähnliches zu verbauen, dann würde ich schon nach einem 750 Watt Netzteil greifen. Und das kostet 74,28 € bei ProShop.
Als Mainboard haben wir ein Gigabyte B560M DS3HV2 Intel B560. Zum Chipsatz sei gesagt, das ist natürlich die untere Einsteigerklasse bei der 11.000er Reihe von Intel. Das B560 reicht natürlich in diesem System völlig aus vom Chipsatz her. Allerdings haben sie es hier wieder total rausgerissen und haben schon wieder Micro-ATX-Board genommen. Wir haben hier keine gekühlten Spannungswandler. Wenn ihr natürlich nicht übertaktet, kann es euch irgendwo egal sein, aber es ist nun mal ein übertaktbarer Prozessor und wenn die Spannungswandler nicht gekühlt sind, verkürzt das deutlich die Lebensdauer. Ansonsten haben wir hier noch 4 RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein, hier vorne die SSD, hier unten könnt ihr noch eine SSD einbauen, also im M.2-Faktor. Diesen Slot könnt ihr eventuell nicht mehr benutzen, weil die Grafikkarte ziemlich dick ist. Und diesen hier, da könnt ihr zum Beispiel noch eine WLAN-Karte oder ähnliches anschließen. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB-C 3.0, HDMI-Displayport, werdet ihr nicht verwenden, da das ein KF-Prozessor ist und der keine integrierte Grafikeinheit hat. Dann haben wir hier nochmal DVI und VGA, könnt ihr auch nicht verwenden, zumindest nicht mit diesem Prozessor. Zweimal USB 2.0 und PS2, was ihr wahrscheinlich auch nicht verwenden werdet. Ich bin einfach immer der Meinung, solche Mainboards gehören in einen Büro-PC, wo ihr dann zum Beispiel auch diese Onboard-Grafik nutzt, wenn ihr einen Prozessor nimmt mit integrierter Grafikeinheit. Das ist zum Zocken, finde ich, nicht so gut geeignet. Der Chipsatz ist noch okay, ich hätte mir einen besseren gewünscht. Ich zeige euch auch gleich noch, welches Board ich dann genommen hätte. Aber erstmal schauen wir weiter. Dieses Board kostet 86,70 Euro bei Equipa. Als Prozessor haben wir einen Intel Core i5-11600KF, 6x4,9 GHz. Hier nochmal zu diesen Kürzeln. Das K-Suffix bedeutet, dass sie übertaktbar sind und das F-Suffix bedeutet, dass es ohne integrierte Grafikfunktion ist, wie eben auch schon angesprochen. Der Prozessor ist soweit in Ordnung. Der reicht zum Zocken völlig aus, zum Stream eventuell auch noch. Ich bin eher so ein Fan von 8 Kernern mit 16 Threads, wenn ihr wirklich streamen wollt. Vor allen Dingen, wenn es CPU-lastige Spiele sind. Es ist natürlich so, ihr könnt gewisse Titel natürlich auch streamen, ohne jetzt großartig Ruckler zu bekommen. Es kommt dann immer darauf an, ob ihr über die Grafikkarte rendert oder über den Prozessor. Ich würde euch hier noch empfehlen, über die Grafikkarte zu rendern. Da leidet ein bisschen die Qualität drunter. Über den Prozessor kommt einfach grundsätzlich immer ein saubereres Bild und dafür ist der leider, finde ich, nicht ausgelegt. Belehrt mich eines Besseren, wenn ihr jetzt damit streamt und sagt, ne, Qualität ist in Ordnung, wir haben überhaupt keine Probleme, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich bin ja mehr so im AMD-Lager unterwegs. Der Prozessor unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Dazu kommen wir gleich auch noch. Und der kostet 227,90 Euro bei Mindfactory. Ja, hier haben wir immer wieder die gleiche Thematik. Hier ist Arbeitsspeicher verbaut, 16 GB DDR4 RAM 3200, also genau die Prozessorspezifikation. Ich hätte mir 3600er gewünscht, das sage ich aber auch bei AMD, das sage ich so ziemlich in jedem Video. Aber wir haben hier halt entweder Corsair Vengeance, G-Skill Aegis oder Kingston Fury. Mit den Aegis habe ich persönlich schlechte Erfahrungen gemacht. Viele schreiben auch in die Kommentare, nö, der läuft bei uns, das ist auch alles schön, geht natürlich eh über die Garantie. Ich würde eher zu Corsair greifen oder von mir aus auch zum Kingston Fury. Aber das könnt ihr hier halt nicht beeinflussen, zumindest nicht, wenn ihr nicht mehr Aufpreis zahlen wollt. Wir nehmen jetzt einfach mal den Aegis zum Vergleich. 16 GB reicht natürlich erstmal völlig aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einige Spiele wirklich schon sehr viel RAM fressen und bei einer allgemeinen Systemauslastung, weil ich viele Hintergrundprogramme habe, fressen diese 16 GB auch. Ich habe nämlich 32 bei mir im System, aber für euch wird es für den Anfang erstmal ausreichen, klar. Und der kostet aktuell 50 Euro bei eBay bei KD Autoteile 0. Okay, wir nehmen Mindfactory, rechnet die 8 Euro später ruhig noch drauf. Oder 7,27 Euro, wie auch immer. Als Grafikkarte bekommen wir eine AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB, beliebiger Hersteller. Ja gut, beliebiger Hersteller, genau dasselbe Thema wie beim RAM. Ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Von den technischen Daten tun die sich natürlich nicht sonderlich viel. Ich habe jetzt einfach mal die günstigste genommen, die ich aktuell finden konnte. Und die Preise schießen schon wieder in die Luft. Diese Grafikkarte, die ihr gerade seht, hat man teilweise für 750 Euro bekommen. Jetzt mittlerweile liegt die wieder bei 979 Euro. Aber ist grundsolide Grafikkarte. Ich spiele damit aktuell auch Far Cry 6 und die aktuellsten Titel Watch Dogs Legion und was es alles gibt. Das ist kein Problem, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Einstellungssache an, spielt in WQHD, nur in HD, in 4K, mit welchen Einstellungssettings, Ultra, Medium, Low, wie auch immer. Ich kann das meiste tatsächlich auf Ultra drehen, aber ich spiele auch nur auf Full HD, von daher ist das jetzt kein Vergleich. Wir kommen später auch noch zu einem FPS-Test und diese Karte kostet 979 Euro bei Alternate. Hier haben wir wieder diese Aktion AMD, Far Cry 6 und Resident Evil Village Bundle. Gut, ob ihr das jetzt hinterher draufrechnen wollt oder nicht, ist dahingestellt, zieht hinterher ruhig wieder 80 Euro ab vom Gesamtpreis. Aber ich finde, wenn es dabei ist, sollte man schon irgendwo dabei rechnen, sonst müsste man die Titel auch einzeln kaufen. Resident Evil kostet 32,49 Euro und Far Cry 6 aktuell 52 Euro bei eBay. Als SSD bekommen wir die allseits bekannte NVMe M.2 SSD 1TB Kingston NV1. Die verbaue ich auch ganz gerne. Jetzt in dem aktuellen Video von gestern habe ich die A2000 genommen. Hier haben wir die NV1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Reicht zum Zocken erstmal völlig aus. Ihr könnt natürlich später noch erweitern mit einer 2,5 Zoll SSD oder eine 3,5 Zoll HDD. Ihr könnt es auch da jetzt direkt schon auswählen. Ihr könnt sogar noch eine zweite M.2 SSD auf dem Board verbauen, das lässt dieses zu.
und die kostet 84,67 € bei Mindfactory. Als Prozessorkühler bekommen wir einen BeQuiet PureRock 2. Also ich habe bisher gute Erfahrungen mit diesem Lüfter gemacht. Die Sache ist einfach nur die TDP von dem Intel-Prozessor liegt bei 125 Watt, die von diesem Lüfter bei 150 Watt. Ich würde euch wirklich zu einem DarkRock oder ähnliches raten, der mindestens eine TDP von, sagen wir, 180, 200 Watt hat. Oder eben direkt zu einer Wasserkühlung, was natürlich deutlich besser ist. Sieht auch designtechnisch dann besser aus, kommt näher dran an das Bild, was ihr am Anfang gesehen habt, von dem Gehäuse. Alles in allem aber kein schlechter Lüfter, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen an seine Grenzen kommt, wenn ihr wirklich am Dauerzocken seid. Aber zumindest nicht so ein 5,70 € Ding. Dieses Teil kostet 29,09 € bei Mindfactory. Die Gehäuselüfter vorne sind natürlich dem Gehäuse geschuldet, die Gehäuselüfter hinten ebenfalls. Als Betriebssystem bekommen wir Windows 10 Pro 64-Bit. Finde ich ganz gut, dass es mit dabei ist. Tubaro zum Beispiel lässt sich diese Option immer offen. Kann man als Vorteil sehen, wenn man eine Windows schon hat, zum Beispiel über meinen Partner CDK Deals. Die haben übrigens aktuell eine Aktion im November, 35% mit meinem Rabattcode PCHK. Ansonsten sind sie ja immer nur 25%. Da liegt ihr bei ungefähr 12 € pro Windows-Lizenz. Das kostet hier bei Geizhals 19,88 € über MySoftware. Bulgard Internet Security haben wir auch mit dabei, 90 Tage Testversion, danach wird die ganze Geschichte was kosten im Abo, schmeißt es einfach runter, wenn es vorinstalliert ist oder installiert es gar nicht erst. Ich weiß nicht, wie die das regeln, ob die so ein Kärtchen mit einem Seriencode oder so dabei legen. Der Windows Defender macht einen guten Job, lasst den einfach seinen Job machen, das hier braucht ihr definitiv nicht. Garantie, 36 Monate Garantie und Support und es wurde die Frage gestellt, wie das ist, das Netzteil zum Beispiel hat ja länger Garantie. In dem Fall haben wir ja gesehen, Herstellergarantie 6 Jahre. Und zwar ist es so, ich habe bei Jaga nur angerufen und habe gesagt, okay, ihr bietet 36 Monate Garantie und Support. Wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Defekt am Netzteil habe, das aber länger Garantie hat vom Hersteller aus? Und die Jungs sagten einfach, okay, pass auf, wenn es so sein sollte, kann man diese RMA, so nennt sich das, eben direkt beim Hersteller beantragen. Dann müsst ihr halt die Rechnung eben mitliefern von Agando. Da steht ja dann das Datum drauf, dann kriegt ihr ein neues Netzteil. Ihr könnt aber auch diesen Rechner dann bei Agando reparieren lassen. Gegen eine kleine Gebühr natürlich. Die kümmern sich dann aber auch über die RMA. Das heißt, ihr schickt das Ding dahin, die fordern ein neues Netzteil an, in dem Fall jetzt von Asus, und dann verbauen die das und mir wurde am Telefon gesagt, um die 30 €. Nagelt mich aber bitte nicht drauf fest. Er konnte es mir auch nicht genau sagen, liegt auch immer so am System, wie aufwendig das ist und ähnliches. Aber ich finde, wenn das wirklich 30 € sind und ihr wirklich keine Ahnung habt von Computern, ist das ein guter Deal. Das heißt, diese 36 Monate, die beziehen sich auf das ganze System erstmal und alles, was darüber hinausgeht, wenn ihr seht, die Komponenten haben länger Garantie, könnt ihr ruhig nochmal bei Agando anfragen, es reparieren lassen oder ihr repariert es eben selber. Davon allerdings nur 6 Monate vor Ort Pickup und Return, sprich, wenn in den ersten 6 Monaten was ist, ruft ihr bei Agando an, die schicken DHL vorbei, die holen das Ding ab und dann kriegt ihr das auch repariert wieder zurück, hoffentlich. Alles, was darüber hinausgeht, müsst ihr dann selber wegbringen, sprich, er geht kaputt, sagen wir im 8. Monat und dann müsst ihr das selber zur Post bringen, ist für Leute ohne Auto immer ein bisschen schwierig. Bearbeitungszeit 5 bis 8 Werktage, das liegt noch völlig im Rahmen. Und dann haben wir hier auch das Ergebnis, hier ist die Kingston NV1 SSD, hier ist der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil, Windows, Resident Evil und Far Cry 6. Insgesamt 1.706,90 €, das System soll kosten 1.399,90 €. Das bedeutet, ihr seid vom Endkundenpreis über 300 € billiger, als würdet ihr selber bauen. Liegt natürlich auch an den Grafikkartenpreisen. Wir haben gesehen, die Grafikkarte ist gestiegen. Ich habe sie ja auch schon mal ein bisschen günstiger bekommen. Aber selbst der Grundpreis von 1.600 € wäre auch noch fair gewesen. Deswegen kann ich dieses System erstmal, was die Preis-Leistung angeht, empfehlen. Ich würde euch aber wirklich noch empfehlen, ein anderes Mainboard zu nehmen. Ich würde in dem Fall zum Beispiel zu dem Gigabyte Z590 Gaming X Intel Z590 Chipsatz, klar, greifen. Kostet 114,90 € mehr, ist aber ein Full-ATX-Board. Ihr habt mehr Anschlussmöglichkeiten, mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Sieht vom Design deutlich besser aus in so einem großen Case, als wenn ihr so ein popliges Mini-ATX oder Micro-ATX da drin habt. Geht wirklich her und tauscht das dann noch aus. Ihr könnt natürlich auch andere nehmen. Zum Beispiel hier das MSI MPG Z590 Gaming Plus mit dem Z590 Chipsatz. Ist auch in Ordnung, wie ihr das gerne haben möchtet. Nur bitte tauscht wirklich dieses Board und eventuell auch den Prozessorlüfter. Also bei dem Board bin ich wirklich rigoros, das solltet ihr wirklich tauschen bei dem Lüfter, das müsst ihr dann selber wissen. Wenn ihr jetzt einen größeren Lüfter nehmt, habt ihr natürlich auch weniger Geräuschemissionen, wenn das Ding neben euch rechts auf dem Tisch steht. Nicht, dass die Leute auf einmal durch euer Mikrofon oder ähnliches dieses Rauschen hören, das wollt ihr natürlich auch nicht haben, selbst wenn ihr ein Headset aufhabt. Deswegen nehmt eventuell, wie eben angesprochen, den DarkRock 4, vielleicht auch einen Noctua, wie ihr gerne möchtet. Ihr könnt bei Geizhals immer nachgucken, wie die TDP ist. Ich empfehle 180 bis 200 Watt, vielleicht sogar noch etwas drüber. Oder ihr nehmt direkt eine Wasserkühlung, das ist natürlich euch überlassen. Dadurch wird das System natürlich wieder ein bisschen teurer, aber ja, bessere Qualität in diesem System und weniger Geräuschemission. Dann kommen wir jetzt noch in Anführungszeichen zu dem FPS-Test. Das ist der 11600K, nicht der K
KF, das macht aber keinen Unterschied, was die Leistung angeht. Und die RX 6700 XT Test in 10 Spielen, einmal in Full HD, WQHD und in 4K. Der Dude hier hat allerdings 3600 MHz RAM verbaut, wir haben 3200 MHz RAM, zieht von mir aus über den Daumen 5 FPS ab. Das ist schon in Ordnung dann. Es kommt natürlich auch immer aufs Board an und die ganze Kühlung und alles, was da so drumherum ist, sicher. Aber hier habt ihr einen groben Einblick, wie die FPS sind. Hier haben wir zum Beispiel ein 1080p Cyberpunk Ultra RTX ist aus, also Raytracing. Da liegt ihr im Schnitt bei 84 FPS. Bei WQHD auch auf Ultra Raytracing aus 56 FPS. Und in 4K auch auf Ultra auch Raytracing aus bei 25 FPS. Das würde ich dann schon nicht mehr spielen, das ist zu wenig. Bei Fortnite auf Episch in Full HD liegt ihr bei 167 FPS, in WQHD bei 112 FPS und in 4K bei 54 FPS. Nehmen wir GTA 5 auf Ultra auf Full HD 119 FPS, in WQHD 110 FPS und in 4K 79 FPS. Bei Assassin's Creed Valhalla habt ihr auf Full HD und Ultra Settings 102 FPS, WQHD 79 FPS und 4K 45 FPS. In Warzone auf Ultra und Full HD 150 FPS. In WQHD 127 FPS und in 4K 80 FPS. Ich habe in der Community gehört, dass viele gerne diesen Flugsimulator spielen. In Full HD hättet ihr 65 FPS, in WQHD 48 FPS, auch auf Ultra, und in 4K 32 FPS. Dann hier nochmal das kleine Fazit. Dieses System ist preis-leistungstechnisch völlig in Ordnung. Ändert das Board, ändert eventuell den Prozessorlüfter, dann seid ihr good to go. Da müsst ihr nochmal einen Huni oder 150 Euro oben drauf rechnen. Dann habt ihr aber wirklich erstmal ein gutes System. Da könnt ihr auch teilweise mit Stream, wie ich am Anfang gesagt habe, kommt immer drauf an auf das Game, klar, und worüber ihr rendert. Aber ansonsten kann ich nichts Schlechtes über dieses System sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, besucht unseren Discord, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.